Du lebst in Ungarn und möchtest die ungarische Krankenversicherungskarte beantragen. Wie geht das? Wie musst du vorgehen? Hallo, mein Name ist Csaba Rósz. Herzlich willkommen. Heute beschäftigen uns wir mit dem Thema Krankenversicherungskarte in Ungarn beantragen. Wie geht das? Wenn du in Ungarn die Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen möchtest, dann brauchst du eine ungarische Versicherungskarte, was in Ungarn TOI-Karte genannt wird. Den Prozess kannst du entweder online, persönlich bei der zuständigen ungarischen Behörde, beim Kormányhivatal auf Ungarisch erledigen oder du kannst natürlich auch jemanden beantragen. Die Beantragung einer ungarischen Versicherungskarte ist eine relativ komplexe Sache. Deine erste Versicherungskarte ist in Ungarn kostenlos. Wenn du aber diese Karte verlierst, musst du für die zweite schon bezahlen. Was wird aber für die Genehmigung gebraucht? Erstens brauchst du ein Antragsformular, was du entweder online runterladen kannst oder vor Ort bekommst. Zweitens brauchst du einen Ausweis, zum Beispiel ein Passport. Drittens brauchst du eine Wohnsitzkarte in Ungarn. Und viertens wird eine ungarische Registrationskarte gebraucht. Und wenn du als Angestellter arbeitest, wird auch eine Arbeitgeberbestätigung gebraucht. In letzter Satz brauchst du auch eine Vollmacht in ungarischer Sprache, wenn du jemanden beauftragst. Wenn du die Versicherungskarte online oder per Post beantragst, kann es mehrere Wochen oder Monate dauern, bis du die Karte bekommst. Deswegen ist es dann halt gescheiter, dass du diese Karte persönlich beantragst. Wenn alle Unterlagen vorhanden sind und du schon alle Papiere bei den Behörden eingereicht hast, dann kriegst du die TOI-Karte in 8 Tagen. Du kannst es persönlich auch abholen oder du bekommst es mit der Post zugeschickt. Hast du eine Firma in Ungarn oder als Angestellte angemeldet bist, hast du sowieso eine Versicherung. Wenn du aber nicht arbeitest und dich anmelden möchtest an der Krankenversicherungskasse, dann musst du dafür bezahlen. Die Summe ist aber sehr gering. Monatlich musst du einen Betrag von 8.250 Forint bezahlen. Aber bei Pensionisten, die eine Rente in der EU haben, ist der Grundversorgung in Ungarn kostenlos. Man muss einfach ein Formular S072 oder E106 bei der eigenen Krankenversicherung beantragen und dieses Dokument mit den anderen gebrauchten Dokumentationen bei den ungarischen Behörden einreichen. Tja, falls du mehr Informationen über Immobilienkauf in Ungarn erfahren möchtest, folge uns hier auf YouTube, Facebook oder besuche unsere Webseite immobest-ungarn.com, wo du dann halt mehr Informationen über das Thema findest. Vielen Dank fürs Zuhören, dein Csaba Rósz.